So, herzlich willkommen, liebe Leute, zu unserem Unboxing, oder meinem Unboxing, zu der Special Edition von Pokémon Sonne, Ultrasonne der Fan Edition. Ich weiß, wir sind ein bisschen spät dran dafür, aber yay, jetzt bringen wir es endlich doch, wo ich schon am Montag mein 3DS mit Capture Card bringe. Dementsprechend machen wir das mal directly auf. Ich entschuldige mich dafür, dass die Qualität nicht ganz so gut ist. Ich musste leider auf meine Handykamera so greifen, da meine normale Kamera, mit der ich sonst immer Unboxings mache, derzeit ist leider in der Reparatur befindet. Aber hilft nichts. So, in dieser Box sind, wie man hier schon sehr schön sehen kann, zwei Sachen drin. Zum einen haben wir hier die Disc-CD, also nicht die Disc-CD, sondern die Hülle, in der das Spiel auch drin ist. Der ist auf 0 freigegeben. Ich mache das Magazin auf und zeige euch dann, was da eigentlich so drin ist. Ist ja durchaus das interessant zu wissen. So, komm, geh auf. So, jetzt halt. Kleiner Funfact am Rande: Pokémon Ultrasonne und Ultramond sind die letzten 3DS-Ableger von der Pokémon-Reihe. Direkt Nachfolger, also Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Und ja, hier haben wir jetzt aufgemacht, hier haben wir die Cartridge, die Game-Cartridge, die kennt jeder, der schon mal ein 3DS in der Hand hat, kennt die. Wenn die Kamera das jetzt scharf stellen würde, konnte ich das euch auch genauer zeigen, will sie aber gerade irgendwie nicht. Nee, will ich gerade nicht, also egal, lassen wir es sein. Hilft alles nichts, das ist jedenfalls die Cartridge, die sieht so aus, die kommt da rein und dann haben wir hier links noch so ein paar Hefte. Also so ein paar, Werbezeugs im Prinzip ist, ja, ganz schön, das ist mal da drin. So, das ist die eine Sache, die in dem schönen Pack drin ist. Die andere schöne Sache, die sich in dem Pack befindet. Und zu der schauen wir nämlich jetzt mal rein, sobald wir das hier, gut, da passt, da haben wir es hingelegt. Die zweite Sache, die in diesem Pack noch drin ist, und ich jetzt raushole, ist das Besondere von dieser Fan Edition. Nämlich ein richtig, richtig geiles Artbook. So sieht es von vorne aus und so sieht es von hinten aus. Also quasi ein Aluminium-Case für die Cartridge, die man dann reinstecken kann, zeige ich gleich auch noch. Und da haben wir halt die ganzen Pokébälle als Hintergrund, also recht sick. Das ist ja das erste richtige Pokémon-Spiel, was das ich let's playen werde, was überhaupt spielen werde, so richtig, weil der Feuer-Pokémon für mich eher so, naja, gesehen, ja, aber noch nicht wirklich mit beschäftigt, abgesehen von Pokémon Go. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt drauf. Die Cartridge können wir auf jeden Fall hier genauso dort reintun. Ja, und haben da quasi so einen Special Edition tollen Platz für dieses Game, was halt durchaus sehr sick ist. So, das ist der ganze Inhalt von der Box, den ich hier nochmal schön geschwind hinlege. Und ja, der, wie bereits schon erwähnt, das Let's Play dazu, oder wie noch nicht erwähnt, das Let's Play dazu startet am Dienstag. Darauf konntest du erst freuen, wäre cool, wenn ihr es anschauen würdet. Das war's mit dem Unboxing zur Fan Edition Pokémon Sonne und Mond. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!